Ja, aber Infin hat einfach verfahren. Immer hat er einen Champ gepickt, der gut für Sinfin ist. Weil ich meine, das Kog'Maw hat zumindest halt eine Passive, die gut ist, wenn er stirbt, I guess. Warum flashen wir da hinterher, Bro? Da ist eine Bombe drauf. Ah, der Kog'Maw will halt nicht spielen, ist fein. Der Drake in der Karas? Wenn wir wissen nach. Ja, aber. Ich meine, ich weiß nicht, warum Leute das machen, right? Ich weiß nicht, warum man jemals cute und einfach straight runter. Ich verstehe diese Leute einfach nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen. Wäre halt ein bisschen effektiver, der Mann, ne? Na, okay, wir sprinten runter. Nice. Bezweifeln, was die Kindred ultra healthy ist, also ist hier. Hat sie keine Reaction Speed, wenn ich es flashe? Ich weiß nicht, ob sie ultert. Sie kann es natürlich nicht flashen. Sie muss damit rechnen und es predikten. Aber er möchte leider verlieren. Don't greet, bro. Ja. Okay, HC ist not bad. Ist nicht bad, ist nicht bad. Und ich geh den Tower. Okay, nice. Der kleine Sweat. Gut, dass mein ganzes Team performt, außer der Kog'Maw. Der hat offensichtlich einfach nur runterlaufen will. Das ist stupid, wie ich hier farme, oder? Ich misse einfach viele Farms von Norwegen. Oh no, bro. Kann die leider nicht so viel helfen da. Das war der eine Fehler, den sie nicht machen darf eigentlich. Was ich gerade meinte, dass sie nicht sterben darf, dieses Game. Und Victor, ja. Oh mein Gott. Die muss ja wütend sein. Sie wollte gerade zweimal in Folge einfach von mir gesnappt. Innerhalb von 3 Minuten oder so. Guck mal in Midwave, weil er ein Bastard ist. Oh wait, die gewinnen einfach 3 gegen 5 oder was? Okay, chillig. Dann hätten wir spielen was. In dem bin ich nicht besonders strong. Wo ist die Kindred? Los. Hast noch meine perfekte KDA weggegeben? GG. Nachher. Offensichtlich reporten wir den.